Moin und herzlich willkommen wieder auf meinem Kanal Hof Kollmannskuppe. Ja, ich bin jetzt hier bei meinen Mutterschafen, also vier Mutterschafe sind das hier. Und die haben alle ein großes O, weil die ja lange Zeit bei meinem Opa liefen. Und dementsprechend sind die so gekennzeichnet. Und die werden wir jetzt hier unten am Deich ins Dreieck bringen. Ich werde die jetzt hier einmal schon mal rauslassen. Ein bisschen dunkel. Also hier mal einmal durch. Hier sollen sie jetzt einmal durch und dann hier raus. Ja. Ja, hier können sie dann rauslaufen. Dass sie hier auf dieser Weide erstmal laufen. Hier steht echt ordentlich Wasser. Ein bisschen blöd ist das. Aber ja, die Schafe, die macht das ja nicht so doll. Und hier in der Scheune können sie auch ein bisschen rumlaufen. Ja, die Schafe haben es jetzt hier ganz gut. Die sind jetzt hier alleine zu viert und können hier rein und rauslaufen. Und ja, haben das dann so ganz ruhig. Ja, jetzt vor Weihnachten werden wir noch ein paar Schafe umweiden, also auf eine neue Fläche bringen und ein paar Flächen einzäunen, sodass wir dann zu Weihnachten nicht so viel Arbeit haben. Ja, die sind natürlich jetzt ein bisschen dreckig, weil die im Klei gerade entstanden. Und dann werden die schnell ein bisschen schmutzig. Aber das wäscht sich wieder raus, wenn das regnet. Ja, ich stehe jetzt hier und wir sind dabei, gerade die Box fertig zu machen, wo die Mutterschafe hinkommen, die jetzt im Januar Lamm werden. 50 Stück werden das ja, 50 bis 60 Stück. Und die sollen nachher hier laufen, das wollen wir jetzt gleich streuen. Der Trecker soll noch raus und ja. Hier sind die ganzen anderen Strohballen, die noch vorhin hier waren. Die haben wir umgepackt und die anderen Sachen, ja, Tröge und Raufen, stehen da. Ja, und jetzt werden wir das mal schnell mal streuen. Ja, ich stehe jetzt hier gerade bei unserem John Deere. Der ist jetzt auch schon deutlich älter. Unser John Deere 2040 ist das. Der hat jetzt auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Und der stand jetzt die meiste Zeit. Dementsprechend müssen wir jetzt hier einmal die Batterie aufladen. Und dann hoffen wir, dass wir den gleich rausfahren können
Und dann wollen wir das hier weiter streuen. Ja, nochmal einen Blick auf unsere Nachzucht. Die sind jetzt über Weihnachten auch auf dieser Fläche gewesen hier. Und ja, man sieht das ja auch, da ist ordentlich Gras drauf. Also da können sie leicht noch länger laufen. Ja, und sehen auch meines Erachtens ganz gut aus. Hier vorne vielleicht der eine. Sieht jetzt nicht ganz so super aus. Aber sonst ja, haben sie alle den Kopf oben und sind überwiegend alle auf dem Bein. Also da bin ich ganz positiv gestimmt. Ja, wir haben jetzt das Hock aufgebaut. Hier sollen die nachher reinlaufen. Die Schafe laufen noch da hinten. Hier ganz am Horizont. Wahrscheinlich kleine weiße Flecken zu sehen. Da laufen sie und dann kommt ein Teil der Schafe kommt hier dann nachher rein. Die Fläche haben wir schon eingezäunt. Und der Rest wird dann ja, auf den Anhänger kommen und dann auf eine andere Weide. Also wir trennen die Partie jetzt hier auf der Weide. Einfach, dass ja, nachher dann hier zu viele laufen und die das zu schnell kurz kriegen und dementsprechend wir ja, schneller wieder umweiden müssen. Deswegen haben wir ja, das so vor jetzt. Ja, für alle Leute, die es ein bisschen interessiert, die Windkraftanlagen hier. Ich weiß nicht, ob man das hören kann, aber die knacken gewaltig. Ich weiß nicht genau, was es ist. Vielleicht weiß der eine oder andere das. Und ich weiß auch nicht genau, ob das rüberkommt über die Kamera. Ich bin jetzt mal ruhig und dann könnt ihr mal eben mal hören. Ja, vielleicht weiß der eine oder andere das, warum die Endercon-Anlagen so eine Geräusche machen. Also die, ja, da hinten ist ja eine Senvion-Anlage, die macht das zum Beispiel gar nicht. Aber die großen, ich glaube das sind E101, die knacken immer.
Ja, wir haben jetzt 25 Muttertiere aufgeladen und 15 Schafe holen wir jetzt bei der zweiten Tour. Und die anderen kommen dann hier gleich auf die Weide, die ich euch ja schon gezeigt habe. Vorhin hatten wir kurz den Bock auf dem Anhänger, der soll aber hier auf der Weide bleiben. Dementsprechend haben wir den nochmal wieder runtergejagt. Ja, sonst sehen die Schafe ganz gut aus. Sie sehen ja doch so aus, als hätten die meisten alle einen Bauch oder kriegen zumindest einen Bauch. Ja, müssen wir mal gucken, wie das dann zur Lammzeit aussieht. Ja, wir haben die Hecken jetzt bis hier ganz hinten hingezogen und jetzt können sie hier rauslaufen. Schafe, die wir jetzt mit nach Hause nehmen werden, das sind die Schafe, die im Januar lammen werden. Die Schafe können dann hier an den Trögen fressen. Wir werden die jetzt mit Kraftfutter anfüttern in den nächsten Tagen. Und hier haben sie dann Silage, die sie fressen können. Und ja, die Tränken hier für Wasser aufnehmen, sind links an der Wand, dass sie ja auch genügend Wasser bekommen. Wir werden jetzt in den nächsten zwei Tagen die restlichen noch holen. Ungefähr 30 bis 40 Mutterschafe, so dass wir alle dann zusammen haben. Aber das, denke ich mal, kommt im nächsten Video erst. Für alle Leute, die das Video jetzt noch vor Silvester sehen sollten, denen wünsche ich jetzt schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr und auch einen guten Start ins neue Jahr, sodass ihr einfach gut ins neue Jahr kommt. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr wieder reingeschaut habt und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Euer Henning, nordische Grüße.